Rahmen der 12. Galanacht der Lehrlinge am 6. Mai 2014 verlieh Landesrat Johannes Tratter im Landhaus die Auszeichnung Lehrling des Jahres 2013 an Bettina Tschuk aus Volders. Die hat das gut gemacht. Sie ist Chemielaborassistentin an der Uni, hat sich in ihre Kuh verschaut, 5 Kühe im Stall, Fleckvieh, wie ich nicht gleich gemerkt habe, und sie ist Lehrling des Jahres 2013. Ja, so ein bisschen Aufregung war auf alle Fälle dabei, aber ich hoffe, man hat es mir nicht zu fest unkennt. Leserinnen und Leser der Tiroler Landeszeitung sowie eine Fachjury hatten die angehende Chemielabortechnikerin unter den 12 Lehrlingen des Monats zur Siegerin gekürt. Zu den Auswahlkriterien zählten nicht nur die individuellen Leistungen in Schule und Betrieb, sondern auch Interesse an Weiterbildung, soziale Kompetenzen sowie ehrenamtliches Engagement. Ja, was mache ich jetzt eigentlich am liebsten? Ich muss sagen, ich mache eigentlich alles relativ gern. Aber also das Klonieren, das taugt mir eigentlich schon am meisten. Also was heißt das? Also da tun wir DNA-Konstrukte vervielfältigen. Und das ist schon das Berg. Das darf ich jetzt momentan eben auch gerade machen. Es fuchst ein bisschen, aber es wird noch schon wieder hinhauen. Den zweiten Rang erreichte der angehende Tischler Christoph Kunzer aus Obertiljach. Ja, ich bin in sehr vielen Vereinen tätig, in der Volkstanzgruppe, in der Musikkapelle, in einer Clownmusikgruppe, im Brauchtumsverein und ja, Feuerwehr, Theatergruppe. Also es ist relativ viel, wofür man sich im Dorf engagiert, dass viel passiert, das aufregend ist für die Jugend. Anlässlich der Prämierung lobte Arbeitslandesrat Johannes Tratter die vielfältigen Leistungen aller Kandidatinnen und Kandidaten. Ja, dass die alle ausgezeichnete Schulerfolge haben, war eh schon selbstverständlich. Wir haben es heute bei allen 12 gehört. Und wie ich schon davor gesagt habe, was mir am meisten beeindruckt, ist auch die soziale Kompetenz. Also die meisten von denen, glaube ich, müssen 48 Stunden da kommen. Die haben nicht ein Hobby und einen Verein, wo sie zusätzlich nur dabei sind, teilweise führende Funktionen haben, sondern 3, 4 von Sport bis zu Viehzuchtverein, von Kultur bis hin zur Feuerwehr. Also es ist wirklich beeindruckend und man kann wirklich stolz sein auf die Leistungen, die wir heute gesehen haben und auch das Selbstbewusste. Auftreten von den Jungen war so wirklich begeisternd, eine tolle Veranstaltung. Für Maßnahmen, die speziell Lehrlingen zugutekommen, investiert das Land Tirol jährlich rund 3,2 Millionen Euro. Ob es die persönliche Unterstützung ist, dass er eine Beihilfe bekommt, um sich das Leben leichter leisten zu können, ob es Programme sind, die Lehrlinge entsprechend dienen oder eben Preise, es gibt ja mehrere Preise, wo Lehrlinge ausgezeichnet werden, um diese Wertschätzung auszudrücken. In all diesen Bereichen investiert das Land Tirol sehr, sehr viel Geld. Im Jahr 2013 standen 12.084 junge Menschen in einer Lehrlingsausbildung, davon 66% Burschen und 34% Mädchen.